Und dieser schreckliche Gedanke verwandelte sich bei ihm in eine solche Sorge, dass der Mann sich wünschte, früher erschossen zu werden. Und warum haben Sie uns jetzt diese Geschichte erzählt? Ach, einfach so, Simikala. Es ergab sich so. Ach so. In Dostojewskis Idiot geht es um den Idiot. Der kommt aus der Schweiz, wo er in einem Sanatorium war, zurück in Russland und ist auf der Suche nach seiner Familie. Er ist auch ein Fürst und trifft dann die Familie Japanschin und trifft so verschiedene Leute, die auch mit den Japanschins verbunden sind. Er tritt da ein und er ist eigentlich, kann man sagen, eine Jesus-Figur. Also er möchte Gutes tun. Aber er möchte Gutes tun, aber das gelingt ihm nicht. Die Leute werden eigentlich in ihr Benehmen schlimmer und schlimmer. Also der hinterfragt eigentlich unsere Moral, wie wir ins Leben stehen. Für mich ist es die Gottesfrage ist noch immer eine große Frage in unserer Gesellschaft. Und es geht in diesem Fall auch um Religion, aber noch besser eigentlich ein religiöses Gefühl. Also, dass etwas da ist, was größer ist, als wir selber sind. Dafür steht meiner Meinung nach der Fürst. Ich mache ja gerade wahrscheinlich einen riesigen Fehler, dass ich mich Ihnen anvertraue, lieber Fürst, aber ich tue es trotzdem. Weil Sie der erste vornehme Mensch sind, dem ich begegnen bin. Und die Schufte lieben die ehrlichen Menschen. Wir leben in einer Welt, wo wir auf die letzten Jahre entdecken, dass die Welt an sich, also lass mal sagen, die Erde zugrunde geht, weil wir nicht darauf achten, wie wir damit umgehen. Also in diesem Stück auch geht es viel um Geld. Die Leute interessieren sich kaum, wie es den anderen geht. Also es sieht aus als ein sogenannter Zusammenhang, aber der Zusammenhang zerbröckelt, ist vielleicht auch nie da gewesen, aber die Leute geraten wirklich aus dem Gleis. Ist es denn möglich, dass sich niemand unter euch befindet, der diese schamlose Person vor die Tür setzt? Das finde ich heutzutage wichtig, dass man vorbei das Zynismus geht und nochmal die Frage an sich selbst und die Welt stellt, ist Mitleid kein unfassbar wichtiges Gefühl. Wir werden da ständig mit konfrontiert. Ob ich Afghanistan nehme oder ich nehme das Ganze, wie mit der Umwelt umgehe, wir geraten mehr und mehr, habe ich jedenfalls das Gefühl, in ein bestimmtes Egoismus, jeder für sich und Gott für uns alle. Deswegen ist es wichtig, diese Frage zu stellen, wer sind wir eigentlich als Mensch? Sind wir Teil einer Schöpfung oder sind wir einfach der Boss der Natur? Und das Letzte, der Boss der Natur, ist, ja, die Frage kann man sich heutzutage wirklich stellen. Und dieser Zusammenhang ist natürlich in diesem Dostojewski sehr anwesend. Eigentlich Sie, so plötzlich eines solchen Vertrauens gewürdig. Ausgerechnet Sie, womit haben Sie das verdient? Sie, ein Idiot! Moment mal. Gestatten Sie, Gavrila Adaljonowitsch, ich war mal wirklich so krank, dass man mich vielleicht für einen Idioten halten konnte, aber ich bin schon sehr lange geheilt und ich habe es deswegen gar nicht gern, wenn man mich mitten ins Gesicht einen Idioten nennt. Ich habe es nicht gern. Ich bin auch Intendant in Bochum und auch Regisseur in Bochum. Wir haben viele Livestreams gemacht, aber das ist kein Theater. Theater soll man live erleben. Fürs Publikum ist das natürlich nicht immer einfach, wenn man da sitzt mit einer Maske auf. Aber es ist sehr die Mühe wert, das Theater nochmal wieder live anzugucken. Nichts geht über ein gutes Stück im Theater, was gut gespielt ist
und wo die Leute sich freuen können, die Schauspieler live zu sehen.